Guten Abend, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und dem SV Werder Bremen. Ich begrüße ebenso beide Trainer und bitte Florian Kohfeldt um seinen Kommentar zum Spiel. Ja, schönen guten Tag an alle, die uns zuhören. Ja, natürlich sind wir zufrieden mit dem Auswärtssieg heute, sind trotz einiger Rückschläge immer wieder zurückgekommen, haben, glaube ich, über 90 Minuten sehr gut verteidigt, haben häufig Druck auf den Ball bekommen, konnten deshalb auch teilweise ein bisschen höher schieben und haben dann aber auch immer wieder, oder nicht immer, aber sehr häufig auch gut nach vorne gespielt, nicht so hektisch gespielt, sondern uns auch getraut, über Kombinationen in die Tiefe zu kommen. Das hat mir sehr gut gefallen und ein großes Kompliment an die Mannschaft. Sehr bitter ist die schwere Verletzung von Finn Bartels, die uns sehr weh tut, der mit Verdacht auf Achillessehnenriss leider ausgewechselt werden musste. Das ist sehr, sehr bitter für uns. Das tut weh und ich hoffe, dass sich das wieder alle Erwartungen nicht bestätigt und wir eventuell doch schnell auf ihn zurückgreifen könnten. Aber alles in allem bin ich natürlich zufrieden und wünsche dem Kollegen alles Gute und Borussia Dortmund für die weitere Saison. Vielen Dank. Vielen Dank und im Namen des BVB natürlich alles Gute und eine möglichst baldige Genesung für Finn Bartels. Danke. Peter, wie hast du das Spiel gesehen? Gratuliere, Werder. Zurecht gewonnen. Vor allen Dingen die erste Halbzeit haben wir sehr schlecht gespielt. Das ist das Schlechteste, was ich gesehen habe, seit ich da bin. Nicht nur fußballerisch, aber wir haben auch nicht wirklich richtig in die Zweikämpfe gespielt und deshalb war es normal, dass Bremen in Führung war. Ich habe nur eine kurze Periode in die zweite Halbzeit, wenn wir das 1-1 gemacht haben, das Vertrauen gehabt, hey, jetzt können wir vielleicht durchdrücken. Aber schon schnell nachher war das Eckballtor, wo Bremen 2-1 macht. Und ja, das nachher war das wirklich, wir haben es versucht, aber da hat die Qualität gefehlt und deshalb muss ich sagen, dass Werder zurecht gewonnen hat heute. Danke, Peter. Ihre Fragen an beide Trainer bitte und wir beginnen bei Felix Meininghaus. Herr Bosch, Ihr Kapitän Marcel Schmelzer hat bei Sky deutliche Worte gefunden. Er hat gesagt, das war eine absolute Frechheit in der ersten Halbzeit. Wir reden tagelang darüber, dass wir hier die Wende schaffen wollen gegen Werder und dann liefern wir so eine Leistung ab. Keimer aufs Tor geschossen, ist jetzt meine Bemerkung dazu. Wie erklären Sie sich so etwas, dass sowas überhaupt möglich ist? Das kann man nicht erklären. Und ich bin mit Schmelle einverstanden, dass das habe ich auch schon gesagt, die erste Halbzeit das Schlechteste war, seit ich da bin. Und wir haben nach das Real-Spiel miteinander gesprochen, wie wir das Spiel anfangen möchten gegen Bremen, weil das Spiel zu Hause müssen wir gewinnen. Das habe ich schon gestern auf die PK gesagt und die Meinung habe ich immer noch, aber das kann man nicht verklären. Sebastian Kolzberger, bitte. Wie können Sie sich das denn erklären, dass dieser absolute Wille gefehlt hat? Sie haben es gerade gesagt, nach der PK in Madrid und auch die Spieler alle hatten dieses Gefühl, ja jetzt, wir müssen die Wende schaffen, es gibt kein Wenn und Aber und dann vor allem die erste Halbzeit zeigt die Mannschaft so eine Leistung. Woran fehlt es? Nein, nochmals, wir haben da miteinander über gesprochen, wir haben das anders, uns anders vorgestellt, wir haben das auch anders trainiert, aber deshalb ist das auch nicht zu erklären, weil ich bin da endverantwortlich, absolut. Und die Spieler stehen am Platz und wir haben keinen Druck auf den Gegner. Der Gegner hat die Druck bei uns da drauf. Fußballerisch haben wir nicht die Lösungen gefunden. Wenn einer den Ball hat, die anderen stehen still, die bewegen dann nicht. Und dann wird das alles miteinander so, dass man dann so eine Spielleistung hat, wie wir gesehen haben alle. Und das war schlecht. Matthias Dersch. Es wird ja jetzt auch schon seit mehreren Wochen eigentlich Ihnen häufig nach Spielen die Frage gestellt, ob Sie sich noch sicher fühlen in Ihrem Job. Fühlen Sie sich manchmal von den Spielern dann im Stich gelassen, wenn Sie das Thema so offen ansprechen und es auch in der Mannschaft offen angesprochen wird? Marcel Schmelzer war ja heute das beste Beispiel dafür und dann stimmt wieder die Aggressivität nicht auf dem Feld. Nee, ich fühle mich nicht im Stich gelassen, aber es war heute nicht gut.
Und ich bin da derjenige, der endverantwortlich ist. Klar, deutlich. Gibt es weitere Fragen? Dirk Krampe. Ja, uns hat ein wenig überrascht, dass Nuri Sahin nicht von Beginn an gespielt hat. Können Sie ein bisschen erläutern, wie Ihre Gedanken in der Beziehung waren? Ja, das kann ich machen, aber dann ist die nächste Frage vielleicht, warum Jules Weigel nicht spielte oder warum, also das werde ich nicht machen. Wir haben da über gesprochen mit den anderen Trainern und wir haben für dieses Spiel ins Mittelfeld mit Sinji und Mo Dahoud entschieden. Ich schaue nochmal in die Runde, ob es weitere Fragen gibt. Eine gibt es noch, Markus Bark. Herr Bosch, welche Möglichkeiten sehen Sie denn oder was haben Sie vor? Dienstag ist das nächste Spiel schon bei Mainz 05. Wie werden Sie mit Ihrer Mannschaft umgehen? Also erstmal, da war auch noch eine Frage. Gleich nach dem Spiel, was hast du gesagt in die Kabine? Aber manchmal sage ich etwas, auch manchmal nicht. Und ich glaube, dass wir erst morgen mit den Spielern gut reden über dieses Spiel. Das ist das Wichtigste. Und dann nachher bereiten wir uns vor auf das Mainz-Spiel. Die letzte Frage, Sebastian Wessling, bitte. Jetzt habe ich vergessen, was ich fragen wollte, von daher ziehe ich meine Frage zurück. Dann bedanke ich mich trotzdem für das. Das sieht so aus wie die Spiele. Wie bereiten das vor und dann vergessen wir. Bedanke mich trotzdem für das Interesse und wünsche allen eine sichere Heimreise. Bis dann, tschüss. Wiedersehen.